Herzlich willkommen zu meinem heutigen Wochenvideo und heute erzähle ich Ihnen mal etwas über die myalgische Enzephalitis und über das chronische Fatigue-Syndrom. Und darauf gekommen bin ich, weil ich ein ganz interessantes Video über 52 Minuten bei Arte gesehen habe und einen Podcast gehört habe von Radio 1. Es geht dabei um den Zusammenhang, dass es bei diesen Erkrankungen Mikrodurchblutungsstörungen gibt, dass es Autoantikörper gibt, dass es dazu führt, dass bestimmte Viren, also Epstein-Barr-Virus und Herpes-Simplex-6-Viren, MikroRNA freisetzen, dass das bei Covid auch so sein kann, beziehungsweise dass Covid dazu führt, dass diese MikroRNA freigesetzt wird. Und jetzt kommt's, das macht bei gesunden Zellen im Labor die Mitochondrien kaputt, und zwar innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Und damit belegt es im Grunde genommen das, was wir mit funktionellen Mitochondrienparametern, mit dem BHI oder mit dem Brennstoffprofil eben auch belegen können und auch mit zeitlichen Abständen dann individuell auch zeigen können, dass bei diesen Erkrankungen, wo es ja eigentlich überhaupt keine biochemischen Zusammenhänge gibt, und in großen Studien ist es auch jetzt noch nicht belegt, aber in der Grundlagenforschung sehr gute und auch bei starker Ausprägung zu 100% reproduzierbare Ergebnisse gibt. Darüber rede ich jetzt und gebe meinen Senf dazu, und wenn Sie das interessiert, dann bleiben Sie doch dran. Auf Radio 1, die Profis, habe ich ein Interview gehört mit einer Augenärztin, Dr. Dr. Hoberger aus Erlangen. Und die hat als Augenärztin einen Patienten behandelt, der sowohl ein Long-Covid-Syndrom als auch einen grünen Star hatte. Und sie wusste von diesem Patienten, dass er eine Autoimmunkörperbildung, also Autoimmunerkrankung hat, die dazu führen kann, dass es zu Mikrodurchblutungsstörungen kommen kann. Und hat, weil sie eben gut belesen ist, eine Idee gehabt, nämlich das Adaptamer B007 gegebenenfalls einzusetzen, um diese Autoantikörper zu binden und darüber diese Mikrodurchblutungsstörung zu reduzieren und darüber wiederum das Long-Covid-Syndrom in den Griff zu bekommen. Und dazu gibt es auf Arte eine etwa 52 Minuten lange Sendung, die sich mit Frau Professor Dr. Scheibenbogen und einem ganz interessanten Beobachtungsfeld eines Professors von der Universität Nürnberg auseinandersetzt. Und da geht es zum einen auch um das Thema der Durchblutung und zum anderen geht es um Mitochondrien. Und zwar darum, wie Mitochondrien fraktioniert werden, also wo sie sozusagen ihre Tunnelproteine zueinander verlieren und damit alle für sich alleine in der Zelle arbeiten müssen. Und diese beiden Dinge zusammen scheinen etwas damit zu tun zu haben, was zu einem chronischen Fatigue-Syndrom und auch zu einem Long-Covid-Syndrom führen kann. Doch alles der Reihe nach. Schauen wir doch erstmal, was Arte und Frau Professor Scheibenbogen dazu sagen. In dem Video Die rätselhafte Krankheit Leben mit ME-CFS, also myalgische Enzephalitis und chronischen Fatigue-Syndrom, werden Fälle dargestellt, in welcher Unterschiedlichkeit diese Symptome auftreten und wie unspektakulär die normalen Laborparameter dazu sind. Und man erkennt, dass die Patienten in der Regel ganz proper aussehen. Wir haben dort Patienten unterschiedlicher Altersstufen. Und in der Regel geht hier jeweils entweder ein Trauma im physischen Sinne oder eben auch ein psychologisches Trauma oder ein Infekt voraus und meistens ein Virusinfekt, in der Regel natürlich Epstein-Barr-Virus. Darüber hat Professor Scheibenbogen ja schon wiederholt berichtet und ist ja an der Charité eine ausgewiesene Expertin für genau diese Fragestellung. Und die Theorie von Frau Professor Scheibenbogen ist, dass es bei den chronischen Fatigue-Patienten zu einer Mikrodurchblutungsstörung kommt. Und das begründet sie darauf, dass wenn sie normalerweise diese Krafttests macht, die in diesem Video auch beschrieben werden, dass die Patienten 10-mal hintereinander an so einem, nennen wir es mal, Newtonmeter ziehen müssen, also an einer
Spiralfeder, die eine gewisse Kraft hat, und dann sieht man, oben wird ein Zeiger ausgelenkt, an dem man erkennen kann, wie stark die Kraft entwickelt wird. Und das Ganze ist am Ende dann auch digital auswertbar, sodass man schönen Ausdruck bekommt. Und gesunde Menschen haben in der Regel mehr Kraft als die chronischen Fatigue-Patienten. Und die Leistung beim ersten Versuchsdurchlauf ist bei den erkrankten Patienten meistens auch noch gar nicht so schlecht. Mitunter bricht die Leistung schon innerhalb der 10 Wiederholungen ein. Aber auf jeden Fall ist in der Wiederholungsphase eine Stunde danach die Anfangsleistung überhaupt nicht zu erzielen. Und genau das deckt sich mit den Symptomen, die die Patienten auch schildern, dass sie also durchaus in der Lage sind, hin und wieder Leistung zu erbringen, zum Beispiel zum Arzt zu gehen, sich darauf vorzubereiten, sich zu konzentrieren und danach dann völlig platt zu sein. Oder dass sie eben auch wirklich nur 2 oder 3 Stunden am Tag irgendetwas machen können, bevor sie dann den Rest des Tages wirklich nur noch in Dunkelheit oder im Bett oder in absoluter Ruhe verbringen können. Und man findet nichts. Und da setzt jetzt die Theorie von Professor Scheibenbogen mit der Durchblutungseinschränkung an. Und da wäre dann dieses Aptamer B007 einsetzbar. Dieses Aptamer ist ein ganz interessanter Kandidat, denn er kommt eigentlich aus dem Bereich der Herzerkrankung. Und in einer klinischen Phase 2 Studie bei Autoantikörper gegen spezielle Strukturen der Herzmuskelzellen, die man auch im Blut nachweisen kann, wird momentan mit diesem Aptamer BC007 auch geforscht. Und man erkennt aber auch, dass gewisse Virussequenzen, auch des neuen Coronavirus und auch anderer Mitglieder dieser Coronavirus-Gruppe oder auch anderer Virengruppen, durch dieses BC007 neutralisiert werden können. Und das hat natürlich tolle Auswirkungen im Bereich auf die Prävention von Mikrodurchblutungsstörungen, also der Verhinderung von Mikrothromben, wie man sie am Herzen im Grunde genommen ja nur durch eine Myokardszintigraphie oder ein Herz-MRT mit Kontrastmittel darstellen kann und wie man es so klassischerweise in der normalen Herzkatheteruntersuchung oder auch im Herz-CT nicht darstellen kann. Und Hinweise darauf, ob sowas grundsätzlich besteht, mal abgesehen von der Messung dieses Autoantikörpers, ist natürlich auch immer wieder die 3D-Vektor-EKG-Untersuchung und möglicherweise begleitend dazu Laborparameter, die durchaus etwas mit Mikrodurchblutungsstörungen zu tun haben, nämlich die D-Dimere und auch das hochsensitive Troponin oder auch das NT-proBNP, sodass man etwas über die Beeinträchtigung der Herzzellfunktion, HS-Troponin steigt ja an, wenn Herzzellen extrem leiden, und NT-proBNP, wenn die Wandspannung sich nachhaltig verändert. Doch zurück jetzt zu der Erschöpfung. Also auch da ist es ja mitunter so, dass wir, wenn wir Sport machen und haben lange Zeit keinen Sport gemacht, dann können wir meistens sehr gut mithalten, haben danach Tag oder wochenlang Muskelkater, bis wir dann irgendwann wieder zu normaler Leistung zurückkommen und stellen dann auch fest, hey, wie kann das eigentlich sein? Und da war es keine Mikrodurchblutungsstörung, würde ich mal sagen, sondern da war es tatsächlich eher eine Überforderung der Mitochondrienfunktion dieser Zellen. Und dadurch, dass die Zellen grundsätzlich ausgeruht waren, dass sie grundsätzlich über Glykogen verfügt haben, konnte der Körper im Zweifel mit dieser tierischen Stärke auch umschalten und glykolytisch Energie gewinnen, was dann im Nachgang natürlich über die Milchsäure auch zu einem gewissen Muskelkatergefühl und Entspannungsgefühl, Wassereinlagerung führt, bis die Leber es dann am Ende wieder abgearbeitet hat. Diese Situation mit dieser Erschöpfung für Tage danach, wie sie bei einem gesunden Menschen auftreten kann, ist bei einem Patienten mit einer myalgischen Enzephalitis so, dass natürlich kleinste Anstrengungen, also die reichen nicht mal für die Hausarbeit aus, die reichen nicht mal aus, um sich selbst zu versorgen, genau zu einem solchen Ergebnis führen. Allerdings ist mir nicht bekannt, dass bei diesen Patienten auch die Muskelenzyme untersucht würden, sodass man sagt, in absoluter Ruhe, es geht mir gut, wir messen mal CK-Gesamt, wir messen mal CKMB, wir messen mal HBDH oder die Laktatdehydrogenase mit ihren Isoenzymen
Und wir gucken uns, machen die Blutgasanalyse, schauen, wie ist die Sauerstoffsättigung, schauen, wie ist der Kohlendioxidgehalt, schauen, wie ist die Laktatsituation und bitten den Patienten, eine Leistung zu vollbringen, zu der er sich in der Lage sieht, und prüfen das dann mehr oder weniger unmittelbar danach. Also wie viel Laktat entsteht im arteriellen Blut, Kapillaranalyse, und wie verändern sich die Enzymwerte. Das Interessante, wenn wir jetzt mal von der Mikrodurchblutungsstörung weggehen, die für sich betrachtet ja ein ganz interessantes Feld ist und vermutlich ja auch richtungsweisend und auch erfolgversprechend ist, denn da greift ja das eine ins andere. Wenn wir im Mikrodurchblutungsbereich eine eingeschränkte Fähr- und Entsorgung haben, also auch im Endstromgebiet eine eingeschränkte End- und Versorgung haben, dann ist natürlich nachfolgend klar, dass wir auch eine mitochondriale Funktionseinschränkung haben müssen, weil eben auch dort eine Veränderung des pH-Wertes, eine vermehrte Ablagerung von Stoffwechselprozessen und ein vermindertes Angebot von mitochondrialen Mikronährstoffen eigentlich nur zu einer Funktionseinschränkung führen kann. Und wenn das immer und immer wieder passiert, dann verselbstständigt das sich und der Prozess der Regeneration dauert immer länger. Ganz interessant in diesem Video, die rätselhafte Krankheit Leben mit ME und CFS beginnt bei Minute 30. Und da wurde nämlich in München Blut abgenommen bei Patienten, wo man diese Mikrodurchblutungsstörung vermutete und wo auch eindeutige Symptomatiken dieser myalgischen Enzephalitis vorliegen. Und dann wurde das Blut zur Maximilians-Universität nach Würzburg geschickt. Und dort erwarten der Virologe und Mikrobiologe Dr. Popesch Bruski die Proben und seine Mitarbeiter untersuchen diese. Und sie kommen zu einem sehr interessanten Ergebnis. Nämlich in der mikroskopischen Untersuchung können sie fluoreszierend zeigen, wie sich die Mitochondrien verändern, wenn man das Blut dieser Patienten zu gesunden Mitochondrien dazugibt. Also muss in dem Blut dieser Patienten etwas drin sein, was nachhaltig zu einer mitochondrialen Funktionsstörung führt, die man visuell darstellen kann. Und mit Professor König in Magdeburg im Labor MMD arbeite ich ja intensiv zusammen und schaue mir an, wie Funktionsparameter der Mitochondrien aufgebaut sind. Und zwar immer so, dass ich den mitochondrialen Testablauf einmal klassischerweise mit gewaschenen Mitochondrien durchführen lasse, die dann erlauben, dass man Patient A bis Z miteinander vergleichen kann, und dann aber auch immer tagesaktuell das Plasma des Patienten dazugebe, um zu gucken, was das für eine Funktionsänderung hat beim bioenergetischen Gesundheitsindex, beim Brennstoffprofil und letztendlich auch bei der Ruhe-Energieversorgung der PBMC, also der Immunzellen, die überwiegend über die Mitochondrien ihre Energie gewinnen. Wir haben also in diesem Video gehört, dass wenn das Blut von schwer an myalgische Enzephalitis und chronischen Fatigue-Syndrom erkrankten Menschen genommen wird, man da drin auf jeden Fall Autoantikörper findet. Und wir haben auch gehört, dass Epstein-Barr-Virus ähnlich wie Herpes simplex Virus 6 dazu neigt, MikroRNA freizusetzen. Und diese MikroRNA wiederum ist wohl in ähnlicher Form wie diese Autoantikörper oder die Autoantikörper als Ursache auf diese MikroRNA dazu in der Lage, gesunde Mitochondrien zu beschädigen, zu fragmentieren, deren Vernetzung aufzulösen und diese Zellen sozusagen in ihrer Schwäche zu belassen. Er erwähnt auch, dass es eine Veranlagung dazu geben könnte, dass grundsätzlich die Mitochondrien von Haus aus schon relativ schwach sind. Und er beschreibt, dass wenn er von schwer erkrankten ME- und CFS-Patienten das Blut nimmt, dass er eine hundertprozentige Sicherheit, Reproduzierbarkeit seiner Ergebnisse hat und dass er bei weniger stark ausgeprägten Fällen eine nicht so eindeutige Situation wiederfindet,
Das allerdings passt ja im Grunde genommen auch zu dem, was die Patienten schildern, indem sie dann eben auch nicht ganz so schwer krank sind. Und er berichtet auch, dass es 24 bis 48 Stunden dauert, bis diese Mitochondrien entsprechend beschädigt sind. Das erklärt auch, warum die Patienten zunächst eine gewisse Leistung bringen können und erst am Folge- oder Überfolgetag dann in ihre Schwäche kommen und dann diese lange, lange, lange Regenerationsphase haben, wo man dann mit den klassischen Laborparametern nichts findet. Das bedeutet aber auch, wenn man eine funktionelle mitochondriale Untersuchung machen möchte, dass man den Patienten in einem gesunden Zustand eine Basismessung macht, dass man ihn bittet, das, was normalerweise zu seiner Erschöpfung führt, zu tun und erst 48 Stunden später eine Zweitmessung zu machen, um den Unterschied zu sehen. So kann man auch mit den bereits für jedermann verfügbaren, aus meiner Sicht jedenfalls, funktionellen mitochondrialen Parametern dieses Grundlagenwissen, was wir hier mitgeteilt bekommen haben, in die Praxis umsetzen und für eine individuelle Diagnostik und Therapie auch nutzen. Und in diesem Fall geht es auch wieder um dieses BC007 mit dem Versuch, diese Autoantikörper zu neutralisieren und damit letztendlich dieses Freisetzen dieser MikroRNA des Epstein-Barr-Virus und des Herpes Simplex 6 Virus zu neutralisieren und damit die Ineffektivität der Immunzellen, also quasi die Erkrankung zum Ende zu bringen, zu unterstützen im Sinne der Regeneration. Wir wissen ja, was bei den chronischen Epstein-Barr-Virus-Infektionen die Antikörpertiter, die IgG-Titer, immer sehr hoch sind. Und der normale Arzt sagt ja, sie haben einen sehr guten Antikörpertiter und sie können mit dem Virus sehr, sehr gut umgehen. So weit, so gut. Normalerweise, also bei denen, die auch einen Epstein-Barr-Virus-Infekt haben und den auch ihr Leben lang nicht loswerden, wo das aber nicht so ist, muss es also eine gute T-Zell-Immunität geben, die im Grunde genommen dieses immer wieder produzieren, freisetzen und dann die Notwendigkeit der Antikörper zu bilden, unterdrückt, nicht geben. Das heißt, die T-Zell-Immunität eines Epstein-Barr-Virus chronisch Erkrankten muss schwach sein. Und dadurch können diese Viren immer wieder nachproduziert werden, können immer wieder in die Blutbahn gegeben werden und müssen immer wieder mit Antikörpern neutralisiert werden. Und dieses immer und immer und immer wieder kann man auch sehr gut in den Brennstoffprofilen dieser PBMC sehen, wo man nämlich erkennt, oder auch in den CD8-Zellen, wo man nämlich erkennt, dass sie dauerhaft unter Belastung stehen, dass es einen Dauerinfekt gibt, dass es eine Dauerentzündung gibt und dann erschöpfen sich diese Zellen, genauso wie wir es in dem Video gehört haben, und können eben nicht mehr effektiv arbeiten. Es wäre toll, wenn wir hier mit der Verbesserung der Mikrodurchblutung, mit der Verbesserung der Mikronährstoffversorgung, mit der Unterstützung vielleicht in 1, 2, 3 Jahren mit diesem BC007, was ja noch in der Forschung, in den Studien unterwegs ist, in der Stufe 2 und vielleicht jetzt beginnend 3, hier einen Weg finden, der dann eben genauso beim Covid, was ja ähnlich ist, wird vermutet, auch in diesem Video geäußert, dass das Covid-Virus ebenfalls MikroRNA freisetzen kann oder dazu führt, dass schlummernde Herpes Simplex 6 Viren und schlafende Epstein-Barr-Virus-Zellen erweckt werden und damit eben vermehrt wieder diese MikroRNA freisetzen und damit die Mitochondrien schädigen. Ich finde total spannend, wir haben den Beleg, dass die Mitochondrien das Ziel dieser Viren sind. Wir haben den Beleg, dass gesunde Zellen innerhalb von 24 bis 48 Stunden durch das Blut und durch die Antikörper, die diese chronischen Patienten, für die wir keinen biochemischen Beweis bisher haben, tatsächlich diese Mitochondrien kaputt machen. Wir haben Funktionsparameter, mit denen wir in anderer Art und Weise sehen können, was diese Mitochondrien an Leistung bringen. Mit der Option eines Zeitfensters zwischen es geht mir halbwegs gut und ich habe mich belastet und 48 Stunden später, wie sieht es denn jetzt aus? Wir haben die Möglichkeit, uns mitochondriale Mikronährstoffe anzugucken. Wir haben die Möglichkeit,
etwas für die Mikrodurchblutung zu tun. Aber wir sehen hier, das ist alles irgendwo wissenschaftlich zusammenhängend. Es ist nicht irgendein paramedizinischer Gedankenspuk, sondern wir sind hier wirklich auf einem wissenschaftlichen Grundlagenforschungsergebnis und diskutieren hier das Wissen, das vorhanden ist im Zusammenhang mit dieser Erkrankungsform und sehen ein bisschen Licht am Horizont. Komplexes Thema, gebe ich zu, aber die davon betroffen sind, die werden sich das bestimmt x-mal angucken. Und wer nur ein Burnout hat und noch nicht so weit ist, sollte sich vorstellen, hey, ich könnte genau in diese Gruppe gehören und ich gehöre vielleicht zu denen, wo es noch nicht so signifikant ist, Gott sei Dank, und ich habe die Möglichkeit, das in irgendeiner Form zu begrenzen. Spannendes Thema, ich finde, sachlich diskutiert, und ich hoffe, dass es bei Ihnen ebenfalls dazu führt, sich auf dieser Ebene mit dem Thema auseinanderzusetzen.